Sehr geehrte Damen und Herren, klimagesunde Verpflegung, regionale und internationale Ernährung erhöhen, klimakranker Mittagstisch. Bevor die Bombendrohung in der letzten Stadtverordnetenversammlung die Aussprache unterbrochen hat, hatte ich ja schon mal begründet, welche Stoßrichtung wir in unserem Antrag verfolgen. Wir wollen strukturell daran, dass wir tatsächlich eine Agrarwende schaffen und eben auch in den Kantinen. Deswegen eben die Betonung von Infrastruktur, deswegen die Betonung von Arbeitsbedingungen, deswegen die Festlegung von klaren jährlichen Zielen und eben auch das Lernen von anderen Kommunen und Städten, die den Wandel ja bereits hinkriegen. Die Änderung des Fleischamts ist ja letztes Mal schon mit aufgenommen worden, was wir noch ergänzt haben. Ich hatte mich eigentlich jetzt erst gemeldet, weil ich eigentlich gespannt war, was die Grünen sagen und ich natürlich gern darauf schon reagiert hätte, weil ich wirklich gespannt bin, wie sie ihren Antrag begründen. Ich habe gesehen, jetzt hat sich Frau Hesse gemeldet, mal gucken, ob ich da nochmal vor muss. Denn mit dem Koalitionsantrag, den sie als Reaktion auf unseren Antrag gestellt haben, sind wir einfach unzufrieden. Der verfolgt das übliche Schema. 1. Klima ist uns wichtig. 2. Konzept. 3. Vorab nochmal ein Bericht. 4. Regelmäßiger Bericht. Letztes Mal hatte ich da auch Greta Thunberg und ihr Blablabla Bezug genommen auf solche Maßnahmen, die viele Worte sind, aber wenig Taten. Wir werden den Antrag uns enthalten. Er schadet nicht, er nützt auch nicht. Es ist halt ein Zeichen, dass Sie auch reagiert haben. Ich könnte Sie auch gleich melden, Herr Decker. Bin ich auch gespannt. Ich hatte jedenfalls auch davon gesprochen, was für ein Problem es ist, auch die Kommunikation mit der Themenwerkstatt. Es ist in Bezug auf eine Maßnahme aus der Themenwerkstatt, wo dort ein Antrag beschlossen wurde mit großer Mehrheit. Es wird inhaltlich darauf verwiesen, aber die Ziele werden nicht übernommen. Es wurde ja nicht nur mit der Themenwerkstatt kommuniziert. Ich weiß nicht, ob es inzwischen nachgeholt wurde. Den letzten Änderungsantrag habe ich jedenfalls Ihnen anscheinend zuerst geschickt. Arbeiten Sie da in Ihrer Kommunikation wie immer, aber was eben nicht übernommen ist, dort gibt es ein klares Zwei-Jahres-Ziel, ist in Ihrem Antrag nicht. Dort gibt es ein klares Sofortmaßnahmen im Sinne von, wenn Schulen umgebaut werden, dann sollen Sachen wie bei der Küche beachtet werden, ist in Ihrem Antrag nicht. Dort wird auf Arbeitsbedingungen Bezug genommen, ist in Ihrem Antrag nicht. Findet sich dort eins nicht, aber Sie haben jetzt eine Maßnahme des Klimaschutzrats aufgenommen. Sie haben jetzt noch Veränderungen geschickt. Ich dachte, die letzten 4 Wochen werden vielleicht zumindest die Möglichkeit, noch mal in eine Diskussion zu gehen, mit den Themenwerkstätten noch mal ein bisschen konkreter zu werden, noch mal irgendwas Genaues reinzunehmen. Dann habe ich den Antrag auch gemacht und das Einzige, was Sie geändert haben, ist es nicht mehr der Klimaausschuss im Punkt 3, sondern der Schul- und Finanzausschuss. Ich nehme es jetzt mal nicht persönlich, dass Sie das nicht einfach aus dem Ausschuss, wo ich drin bin, fernhalten wollten, sondern es ist halt noch mehr Bericht. Frau Janis, Sie haben eben gesagt, es gibt ganz viele Diskussionen, die gibt es auch schon ganz lang, aber Sie wollen weiter die Diskussionen führen, statt dass sich aus den Diskussionen konkrete Sachen ableiten. Das fehlt einfach nach wie vor bei dem Bereich. Und Sie haben auch gleichzeitig geschrieben, dass erläutert werden soll, inwieweit die bisherigen Konzepte mit Kassel klimaneutral 2030 zusammenpassen. Sind Sie rausgestrichen? Klar, die Antwort wäre auch einfach, passt nicht. Passt in dem Tempo einfach nicht. Wir haben aber die letzten 4 Wochen auch nochmal mit Mitgliedern auf der Themenwerkstatt gesprochen. Übrigens war denen ihre Reaktion, selbst unsere Ziele könnten eigentlich ambitionierter sein. 10% jährliche Steigerung, eigentlich wäre da viel mehr möglich und auch viel schneller. Also man könnte sogar noch schneller vorangehen und sich diese 2 Jahre für eine Umstellung, gerade in den Kita-Kantinen. Wir hätten ja eigentlich heute in der Stadtverordnetenversammlung den Bericht zur Klimaneutralität 2030 haben können. Dieser Antrag ist ja so symptomatisch, wie auch mit Maßnahmen aus dem Klimaschutzrat umgegangen wird. 2019 wurde beschlossen, 2030 wollen wir klimaneutral werden. Jährlich soll ein Bericht erfolgen. Bislang ist kein Bericht erfolgt. Es sind aber über 2 Jahre rum. Deswegen gab es im Dezember. Ich sage das hier nochmal, weil ich das jetzt die letzten Wochen, ich weiß nicht, wie oft gesagt wurde. Im Dezember gab es nochmal einen einstimmigen Beschluss, dass im ersten Quartal 2022 in der Stadtverordnetenversammlung, wo alle Stadtverordneten da sind, berichtet werden soll, wie weit sind wir denn mit dem Ziel. Und er steht wieder nicht auf der Tagesordnung. Der nächste Beschluss wird also nicht befolgt. Und dann höre ich in den letzten Wochen bei so Diskussionen immer, dass Herr Neuder als Umweltdezernent dann für den Raum fragt, ob von den Grünen, ja, woran liegt es denn, dass wir nicht schneller vorankommen? Ja, an Ihnen liegt es. Sie könnten doch viel schneller Maßnahmen ergreifen. Und wenn Sie nicht mal verstehen, dass es an Ihnen liegt, bestimmte Maßnahmen direkt auf den Weg zu bringen, dann möchte ich auch nicht. Da braucht es offensichtlich noch mehr Druck und von Ihnen ein bisschen mehr Mut, Maßnahmen in die richtige Richtung zu gehen. Und natürlich ist die Frage bei Entwicklung wohin?
Bei der Rembrandtstraße hatten wir es ja vorher. In der Tiefgarage ist Geistesentwicklung, aber eben nicht weniger Verkehr. Und von daher machen Sie Schritte, machen Sie nicht nur Berichte. Und jetzt bin ich gespannt auf die Argumentation der Grünen.